Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar zum City Bus Manager. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen den Sonntag verbracht. War ein bisschen weniger los. Ich pause mal kurz das Spiel hier. Und da habt ihr viele Tipps geschrieben. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ihr habt gesagt, die Haltestellen sollen wir upgraden. Und vielleicht an Wochenenden, wir haben ja jetzt Montag, das heißt, da wird wieder ein bisschen mehr los sein, sollen wir dann kleinere Busse einsetzen. Ne? Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps. Und ich würde sagen, wir gucken mal hier, dass wir mal die Linien zuweisen. Ne? Guck mal, jetzt haben wir hier sogar den Durchschnitt, erwartete Fahrgastzahlen. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr löblich. Und da kann man das dann auch schon so ein bisschen, wie sage ich mal, so ein bisschen abschätzen. Ne? Linie 104, gucken wir uns mal kurz an. Machen wir kurz ein kleines Poiscan hier. Und dann schauen wir uns mal die Linien an. Ne? So, das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ah, hier brauchen wir ordentlich welche. Und bei den anderen gibt es, glaube ich, noch keine Vorhersagen. Ne? Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir das auch haben. So, Linie 104, das ist die... Welche Linie ist denn das? Mal kurz gucken hier. Da sind so viele Linien hier, Leute. 104 ist die im Zentrum, ne? So, bis zu 65. Das heißt, da können wir auf jeden Fall einen großen Bus zuweisen, ne? Zack. Dann haben wir einmal hier Linie auch 104. Da machen wir hier so ein... Ach komm, hier machen wir den Volvo ready. Dann haben wir hier Linie 102. Da sind sogar 64. Ah, hätten wir vielleicht doch den großen Bus nehmen sollen, ne? Naja, gut, okay. Zack. Linie 101. Das war, glaube ich, die erste Linie. 32. Da würde ich sagen, dass wir hier vielleicht so ein... Kleinbus auswählen. Das war nämlich einer der ersten Linien. Und hier haben wir noch keine Prognosen. Da müssen wir nochmal gucken, ne? So, dann weisen wir einmal die beiden zu hier. 102 und nochmal 102. Das heißt, wir haben jetzt alle Busse soweit unterwegs. Gucken uns nochmal so ein bisschen das Kundenfeedback an. Müssen natürlich noch ein paar Aufgaben abschließen. Aber wir gucken mal. Details, Freundlichkeit, Ticketpreise sind soweit okay. Und was ihr auch gesagt habt, ist, dass wenn wir die Bushaltestellen upgraden, dass die Leute auch dann bereit sind, mehr zu zahlen. Ne? Das ist natürlich auch mal eine gute Sache. So, wir könnten noch eine Forschung für den Bus starten. Wir haben 18.000, das würde ich aber erstmal auslassen. So, muss ich die alle einzeln upgraden? Das ist jetzt die Frage, die ganzen Bushaltestellen. Ich gucke mal gerade kurz. Fangen wir doch einmal hier in der Stadtlinien und Nachtexpresse, habt ihr gesagt. Sollen wir auch noch einsetzen, ne? Da gucken wir mal, wie wir das denn dann handhaben. So, zack. Jetzt haben wir alle ausgewählt, beziehungsweise alle demarkiert. Ich will mal alle ab. Das ist eingeblendet. Jetzt gucken wir uns mal die Linie 104 an. Das ist nämlich diese Zentrumslinie hier. So, dann schauen wir mal. Viehhofer Platz, Upgrade. Bushaltestelle Stufe 2, ne, steht dann auch da. Das heißt aber auch, die Kosten erhöhen sich, ne? Für die Wartung wahrscheinlich, ne? 55 Euro. Und hier haben wir jetzt 41. Oh, 82. Graden wir die mal in der Innenstadt erstmal auf. Vielleicht haben wir dadurch dann höhere Einnahmen, ne? Haben wir schon, haben wir schon. So. Hier auch upgraden. Und hier auch. Sehr schön. Und ich glaube, hier haben wir auch noch welche, ne? Guck mal, da fährt der Bus gerade. Zack. Und zack. So, die müssen wir jetzt, glaube ich, alle haben, ne? Da sehen wir auch die Wartenden. Wir klicken nochmal kurz durch hier. Das passt, passt, passt. Alle Stufe 2. Ah, hier müssen wir noch. Ah, das ist eine andere Linie, ne? Okay. Dann graden wir auch nochmal auf. Machen wir mal alle fertig hier. Zumindest in Zentrumnähe, ne? Das kostet halt schon viel Geld, ne? Ist schon nicht gerade günstig. So. Die haben wir schon. Müssen wir nochmal upgraden. Die auch nochmal fertig hier. Oha, das geht richtig ins Geld. Da
Das Geld schwindet, meine Damen und Herren. Aber ist ja nicht schlimm, wir nehmen ja wieder neues Geld ein. Ah, das war jetzt zum Depot und zum Stadion, ne? Ach, der macht hin und rück. In einem, oh, 6000 haben wir nur noch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, die haben wir auch schon. Ja, auch nochmal ein Upgrade. Schade, dass man nicht alle aufwerten kann, ne? Wenn ihr es wisst, wenn, wie es geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das würde mich natürlich auch interessieren. Weil da würden wir uns ein bisschen Klickerei sparen hier, ne? Oh, wir haben nur noch 4000. Ein bisschen aufpassen. Denn 400 Euro ist schon verdammt viel Geld, ne? Oh, oh, wir kriegen gar nicht alle hin, ne? Müssen wir, glaube ich, am nächsten Tag nochmal. Ich halte mir erstmal noch einen kleinen Puffer. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Haltestellen abgegradet. So, Fahrplanintervalle sollte man noch arbeiten. Okay. Mal sehen, ne? Ob die Leute dann bereit sind, auch mehr zu zahlen oder... Guck mal, hier haben wir 7, 8 Wartende. Guck mal, hier im Zentrum haben wir sogar 11. Das ist schon recht krass, ne? Das ist schon recht viel. So, gehen wir mal raus hier. Wir gucken mal unsere Fahrzeuge an, ob die alle soweit fertig sind. Technischer Zustand, Bremsbeläge, ist doch alles im grünen Bereich. Wir hatten, glaube ich, auch noch ein paar Sachen bestellt, die dann jetzt auch noch kommen werden. Bitte macht weiter so. Ja, machen wir, ne? Sehr schön. Hier gewartet. Und eine Nachtexpresslinie. Sollten wir vielleicht auch noch machen. Da müssen wir mal gucken. Im Zentrum, habt ihr gesagt, ne? Aber ich glaube, da kümmern wir uns im nächsten Block drum. Wir gucken mal auf die Einnahmen. Natürlich haben wir heute viele Ausgaben. Aber ihr seht schon, ne? Also die Einnahmen, die werden schon relativ schnell nach oben gehen. Kredite könnten wir rein theoretisch auch noch nehmen. Das sind die Ticketpreise. Minus. Guck mal, wir haben Minus. Oha. Ich erhöhe die mal ein bisschen. So minimal, ne? Mal gucken, ob die Leute immer noch zufrieden sind. Das ist die Linie 104. Die ist schon sehr gut belastet, ne? Die ist schon sehr belastet. Oh, guck mal, da haben wir auch ordentlich Verspätung, ne? Vielleicht nochmal einen höheren Intervall oder so. Plus 6 Minuten. Oha. Das ist schon recht heftig. Wir lassen mal ein bisschen schneller durchlaufen. Da kommen gleich noch eine schöne Paketlieferung. Und die Busse haben wir jetzt hier noch quasi nicht im Einsatz, ne? Gibt es denn irgendwelche Busse wieder im Angebot? Gebrauchte? Na, guck mal hier, so kleine Masterbusse, ne? Also Nachtexpress. Hm, was kosten denn die neu? Ach, guck mal hier, New Ramses. Das ist natürlich auch geil. 14.040 Fahrgäste. Wobei, ich glaube, so ein Kleinbus würde, glaube ich, reichen, ne? Für eine Nachtfahrt. Oder für so eine kleine Nachtlinie, ne? So, da kommen die Einnahmen rein. Guck mal, wir sind jetzt schon im Plus. Ja, also bei 7 Uhr ein paar kaputte. Das heißt, wir setzen auf jeden Fall vielleicht zukünftig ein paar mehr oder weniger ein, ne? Mal kurz gucken. Sehr geehrte Damen und Herren, nicht die gewünschten Erfolg. Sie leisten mir außerordentliche Arbeit. Wir freuen uns, weil Sie Partner gewinnen konnten. Mit freundlichen Grüßen. Spielvereinigung Schonebeck. Ach, das ist der Tennis-Dingens, ne? Das ist dieser Tennis, diese Tennislinie, ne? Wo war die denn nochmal? War die hier oben? Oder wo hier unten? Schade, dass man da nicht direkt hinspringen kann. Wo war denn nochmal dieser Tennis-Ding? Hä? Die 105. Wo war die denn? Ah, ich glaube, die war hier oben, ne? Hier war die, glaube ich. So, wir gucken nochmal, ob wir noch ein bisschen upgraden können. Dann haben wir nämlich dann alle Bushaltestellen fast fertig. Muss ich jede einzeln anklicken? Jo. Auch die Rückfahrten. Okay, da muss man ein bisschen draufklicken. Ein bisschen schwierig jetzt hier, ne? Ah, die hat er automatisch gemacht.
Okay, die macht er auch automatisch mit. So. Wir graden das mal alles auf jetzt hier. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann mehr Einnahmen haben, ob die Leute zufriedener sind, etc. Und hier unten im Stadtkern hatten wir, glaube ich, schon alles. Ne? Essen, Hauptbahnhof und so weiter hatten wir, glaube ich, auch schon. Das passt alles soweit, ne? Da sind wir fertig. Ah, die müssen wir auch noch. Die hier noch. Da auch. Oh, jetzt wird's knapp. Oh, wir haben kein Geld mehr. Da müssen wir ein bisschen warten, ne? Aber vielleicht kriegen wir das ja heute hin. Guck mal, schon 2700. Wir haben noch nicht mal halb 10, ne? Also, das geht relativ fix hier. Haben wir. Kann man das nicht im Filter anzeigen? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Das wird mir sehr helfen. Dann brauche ich nämlich nicht immer nochmal alles abklicken. Okay. Hier haben wir auch schon. Ich glaube, wir haben alles ready, ne? Ah, hier der Betriebshof noch nicht. Sehr schön. Gut, da müssen wir mal kurz gucken. Schicht zuweisen, Linie 104. Ich glaube, da müssen wir warten, bis ein Bus reinkommt, ne? Ich glaube, wir haben... Ach, nee, ach, guck mal, sind schon da. Ach, die sind schon da, Leute. Das ist ja gut, hier. Zuweisen 104. Nehmen wir den mal. Haben wir das nämlich schon fertig. Gedankt werden müssen sie nicht. So, warte mal, wir machen jetzt mal hier... Das ist auch ein Feature, hattet ihr auch nochmal geschrieben, dass die dementsprechend halt jetzt hier so eine Warteschlange haben. Ne? So, Linie 103, 41. Da würde ich sagen, nehmen wir hier so einen kleinen. Ah, der ist nicht einsatzbereit. Okay. Ach, weil die jetzt gerade gewartet werden. Das hätte ich vorher machen müssen. Schade. Okay, gut. Dann lassen wir es erstmal. Bis die da fertig sind mit der Innenreinigung. Und dann können wir die einsetzen, ne? Sehr gut. So, zuweisen. Zack. Die kleinen Busse, die haben wir bisher noch gar nicht eingesetzt. Der ist auch von innen sauber. Der auch. Tankfüllung brauchen wir erstmal nicht. Du, 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 du. 24, Linie 103. Da können wir die kleinen Busse hier mal nehmen. Bewertung jetzt nach hinten. Na, ah, die Ticketpreise, guck mal, die hätten wir nicht anheben dürfen. Ach, geh mal wieder runter. So minimal halt. Das mögen die Leute nicht, ne? So. Das mögen die Leute nicht. Naja, ist halt so. Und ich glaube, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die Nachtfahrten, ne? Weil da soll man auch richtig gut Geld machen. Schauen wir mal, ne, ob wir da so eine Nachtlinie bekommen. Linie 102. Das ist auch so ein kleiner Bus, nehmen wir da, ne? Oder? Wo kommt denn mit den hier? Müssen wir mal ein bisschen schauen. Schön. Wir haben ja hier auch immer noch die Linien, die wir noch freischalten können bei neuer Linie, ne? Alfred Krupp Krankenhaus. Können wir schon annehmen. Wir brauchen 75 Pokale. Wir haben 69 aktuell. Okay, cool. Ah, Mist, guck mal. Jetzt haben wir hier einen kleineren Bus eingesetzt. Verdammt. Den haben wir auch schon zugewiesen, ne? Kommt jetzt gleich noch ein Bus wieder rein und haben wir schon wieder alle weggeschickt. 14,55. Wir gucken nochmal. Wir warten mal ab. Vielleicht kommt da gleich noch ein kleiner Bus wieder rein. Ah, ich glaube, der Volvo müsste gleich wieder reinkommen, ne? Da können wir den quasi losschicken. Auf der Linie 101. Guck mal, da ist er. So, der ist nämlich wieder da. Dann würde ich sagen, machen wir mal zuweisen. Und reinigen den mal von innen, weil der ist wohl ein bisschen beschmutzt worden. Ich weiß nicht, ob man hier auch Schulbusse einrichten kann, ne? Dass man sagt, okay, man macht hier so E-Fahrten. Und dass man das macht, ne? Guck mal, Linie 104, da brauchen wir auch noch einen. Kann ich den jetzt nochmal umswitchen?
Das wünsche ich mir auch noch, dass man den dann... Das geht leider nicht, schade. Gut, wir warten nochmal. Da muss es um 16 Uhr im Einsatz sein. Aber Linie 104 bringt auf jeden Fall ordentlich Geld. Wir warten nochmal ab, ob gleich noch ein Bus reinkommt. Ich meine, ich hätte alle wieder weggeschickt, ne? 68, da hätte ich doch lieber den... Ach, verdammt. Linie 105, okay, da können wir den nur schicken. Bewertungen. Ich empfand die Atmosphäre, Personalservice sind sehr angenehm. Oh, schön. Wir haben halt auch gutes Personal, ne? So, Linie 102, da können wir auch den Kleinen hier zuweisen. Müssen wir mal kurz darauf achten. Wir haben noch bis 16 Uhr Zeit. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Bus noch rein. Alltäglich? Oh, sehr gut. Die Leute sind zufrieden. Ah, da kommt auch ein Kleiner rein, ne? Linie 103. Oh, oh. Kriegen wir jetzt Probleme mit dem Bus? Haben wir zu wenig Busse? Oh, den müssen wir mal reinigen. Der ist auch schon zugewiesen, ne? So, wir haben aber noch genug Zeit. So, ein bisschen abwarten. Der ist auch gereinigt. Die anderen Busse sind auch sauber, ne? Genau. Ja, von außen können wir mal am Ende des Tages machen. Ich glaube, das ist dann ganz gut. So, Linie 102. Da würde ich sagen, es ist kein Bus verfügbar. So. Müssen wir reparieren? Eigentlich nicht, ne? Kein Bedarf an Bussen? Hä? Ah, jetzt kommt wieder einer rein. Das heißt, den können wir rausschicken zur Linie hier. Dann machen wir den nochmal fix sauber. Ah, es hat doch gepasst. Ich war mir nicht mehr sicher. Der andere kommt erst 16:45. Ja gut, das passt. Da brauchen wir auf jeden Fall für die Nachtlinie keinen neuen Bus, weil da kommen auch wieder andere Busse rein. Da würde ich vielleicht mit dem Volvo fahren, ne? Guck mal, wir haben schon wieder 6.000, ne? Richtig viel. Ah, guck mal, die fahren jetzt auch weg. Oh Mann, 16:45. Kommt jetzt gleich noch ein Bus rein? Ich hoffe schon, ansonsten sind wir echt... Ist echt schwierig, ne? Wir warten noch mal kurz. Oha. Das wird echt knapp. Noch 8 Minuten. Aber nein, da kommt kein Bus mehr. Müssen wir uns echt jetzt noch einen Bus kaufen? Mal kurz Pause machen. Wir brauchen einen neuen Bus. Das habe ich echt unterschätzt. Ach, wir haben, glaube ich, vor, bevor ich umgezogen bin, also bevor wir die lange Pause hatten hier bei den Videos, haben wir, glaube ich, den Fahrplan geändert, ne? Mist. Marktplatz. Gebraucht. Kostet 11.000, so eine Ramses. Puh, Linie 102. Welche Linie war das nochmal? 102, aber die Auslastung ist schon recht hoch, ne? Da braucht man eigentlich ein bisschen größeren Bus. Verdammt. Was kostet denn der neue? Willst du einen neuen kaufen? Guck mal, wir haben 7.000. Fuhrpark? Ach nee, Marktplatz war es, ne? Hier. 12, 30 Fahrgäste. Also ein kleiner Sprinter wäre halt auch nicht schlecht. Aber gebraucht, was hat denn der? Kann man die Preise... Ah, das Sortieren fehlt mir noch so ein bisschen. Zito? 21,14. Guck mal, der ist sogar so eine Art Nachtexpress. Ist ja geil. Hm. Zustand ist relativ gut, ne? 11.000 haben wir halt nicht. 3,8... Oh, nee. Was machen wir jetzt, meine Freunde? 7,7 haben wir halt nicht. Gucken, vielleicht kommt doch noch ein Bus rein.
Nee, da kommt kein Bus mehr rein. Ach, Probleme, Leute. Wir haben keine Busse mehr. Die sind alle... Und der fängt... Oh, guck mal hier. Plus 11, Linie 102. Oha. Da brauchen wir definitiv noch... Definitiv noch ein bisschen mehr, ne? Das ist echt belastend, ey. Na komm, wir kaufen uns erstmal einen Gebrauchten hier. Und zwar den... 19 Fahrgäste, das reicht nicht. 19. Hier, ein Sprinter. Aber der Zustand ist halt nicht so doll, ne? Bremsbeläger und Reifen. Ah, es dauert zu lange, bis wir die gewechselt haben. Da würde ich sagen, sagen wir die mal ab, bevor wir jetzt das machen. Auf die Zufriedenheit auswirken. Ja, ich weiß. Nein. Wie machen wir das denn jetzt? Ach, schwierig, Leute. Schwierig, schwierig. Fuhrpark, Marktplatz. 19 Fahrgäste. Gut, das ist die späte Schicht, ne? Sprinter, 30 Fahrgäste. Kostet aber auch 8000. Gebraucht. Master kostet 4000. Zustand ist schlecht. Ah, der geht aber noch. Den können wir danach reparieren. Komm, let's go. So, den haben wir jetzt ready. Jetzt müsste der Bus gleich hier einfahren. Oh, 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 oh. Der müsste auch getankt werden. Direkt tanken. Reinigen. Komm, wir sagen das ab. Ist halt so. Reparieren. Bremsbeläge, Keilriemen, Scheibenwischer, Klimaanlage. Reparatur starten, waschen. Ja, gut. War jetzt nicht so dolle, ne? Boah, guck mal hier, wie der aussieht. Alter, was ist das denn für ein Ding? Hör mal, guck dir das mal an. Das Ding ist ja sehr richtig abgeranzt. Ach du Heiland. Ach du Heiland, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, die Einnahmen kommen weiter rein, aber... Ah, die Bewertung werden jetzt runtergehen, ne? Weil wir jetzt nichts abgedeckt haben, ne? Verdammt. Da habe ich echt nicht mehr berücksichtigt, dass wir hier noch ein weiteres Fahrzeug kaufen wollten. Das ist echt wirklich schade. So, gucken wir mal. So, der wird jetzt repariert hier. Haben wir noch ausreichend auf Lager? Ich guck mal kurz. Zwei Motoren. Gut, die sind teuer. Oh, wir haben keine Klimaanlage mehr. Die sollten wir mal kaufen. Bremsbeläge eigentlich auch mal gut. Reifen. Keilriemen. Na komm, kaufen wir mal. Dass wir da noch ein bisschen was haben. So, der Bus wird jetzt komplett repariert. Das dauert natürlich. Aber gut. Sei es drum. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend heute. Hier mit der Folge. Ne? Wir sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Da werden wir wahrscheinlich sogar eine Nachtlinie einrichten. Da brauchen wir aber noch einen Bus dazu. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.